Kehrtwende bei der Corona-App. Die Regierung will die Daten jetzt doch nicht mehr zentral speichern. Endlich wieder raus. Nach 6 Wochen Ausgangssperre dürfen in Spanien seit heute wieder Kinder auf die Straße. Und folgenschwere Angst vor Corona. Immer öfter kommen ernsthaft Kranke aus Furcht vor einer Infektion nicht in die Notaufnahme. Mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Die App ist eine der großen Hoffnungen im Kampf gegen Corona. Sie soll warnen, wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte. In anderen Ländern sind solche Apps schon im Einsatz. Hierzulande wird noch diskutiert. Vor allem über die Frage, wo landen die Daten all der Nutzer, die freiwillig mitmachen? Die Regierung war bis jetzt für einen zentralen Server. Dagegen aber sperrten sich Apple und Google und auch Datenschützer. Jetzt bei der dezentralen Variante bleiben die Daten auf den Handys und sollen dort anonym ausgewertet werden. Winnie Hischer berichtet. Die Daten der App-Nutzer auf einem zentralen Server speichern, das wollte vor allem Jens Spahn. Doch die Kritik an der Idee des Gesundheitsministers war groß, von Datenschützern, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Kehrtwende der Bundesregierung kommt heute leise und etwas verklausuliert per Pressemitteilung. Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung ist die Grundlage ihres Erfolges. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf eine dezentrale Softwarearchitektur. Dezentral statt zentral. Das überrascht selbst die Kritiker. Dieser Schritt signalisiert, die Bundesregierung setzt auf Datensparsamkeit. Sie will keine Massenüberwachung im Schilde führen und signalisiert somit, mit dieser Architektur kannst du uns vertrauen, weil du mit dieser Architektur uns nicht vertrauen musst. Und nicht vertrauen zu müssen, ist ja die vertrauensbildendste Maßnahme. Noch ist vieles nicht klar, zum Beispiel mit welcher Technik die App ausgestattet sein soll, um von Telefon zu Telefon feststellen zu können, wer wo Kontakt zu einem Infizierten hatte. Die Fragen sind komplex, die Zeit läuft. Wir haben wertvolle Zeit verloren dadurch, dass die Debatte einen anderen Weg... 157.000 Corona-Infizierte durchstichtigt, das sind gut 1.600 mehr als gestern um diese Zeit. Davon gelten fast 110.000 Betroffene als genesen. 5.880 Menschen sind bislang in Verbindung mit dem Virus gestorben. Ein Recht auf Homeoffice, das plant Arbeitsminister Heil auch für die Zeit nach Corona. Ein entsprechendes Gesetz will er bis zum Herbst vorlegen, sagte er der Bild am Sonntag. Wenn der Arbeitsplatz es zulässt, dann solle jeder zu Hause arbeiten dürfen, so Heil. Nach seinen Angaben tun das aktuell geschätzt 8 Millionen Menschen in Deutschland, etwa ein Viertel der Beschäftigten. Die Arbeitgeberverbände lehnen den Vorstoß ab. Wenn Kinder wegen Corona wochenlang nicht raus dürfen, dann geht das allen Beteiligten an die Nerven. In Spanien, mit weltweit der zweithöchsten Zahl von Infizierten, durfte der Nachwuchs heute erstmals wieder vor die Tür. Christel Haas berichtet. Endlich wieder raus, Platz haben, sich bewegen. Was in normalen Zeiten völlig wird in Spanien heute gefeiert. Kinder bis 14 dürfen wieder vor die Tür nach 6 Wochen. Nicht raus zu können, ist eine große Veränderung und das ist ziemlich schwer auszuhalten. Ich fühle mich einfach gut. Es ist ein Gefühl der Freiheit, endlich frei sein, rennen können. Das ist unglaublich. Es ist noch nicht die ganz große Freiheit, nur eine Stunde, nur in Begleitung und nur in einem Umkreis von 1 Kilometer. Aber eine große Erleichterung, auch für die Eltern. Die Kinder müssen ja beschäftigt werden und wir Eltern haben unsere Jobs und viel zu tun. Da ist es nicht immer leicht, sich um sie zu kümmern. Spanien hat eine der strengsten Ausgangssperren Europas. Nur zum Einkaufen oder für Arztbesuche dürfen Erwachsene bis jetzt ganz zu Hause bleiben. Die Kinder leiden unter solchen Beschränkungen. Sie leiden darunter in Form von Unsicherheit, Ungewissheit, Angst und Furcht. Jetzt also ein kleines bisschen Normalität. Und Premier Sanchez verspricht nun auch Lockerungen für die Erwachsenen. Ab dem 2. Mai darf man alleine draußen Sport machen und mit Personen aus dem gleichen Haushalt spazieren gehen. Das alles natürlich nur, wenn sich der positive Trend bei Corona bestätigt. Erstmals gibt es in Spanien mehr Genesene als Neuinfektionen.
Hierzulande zeigt sich mittlerweile in vielen Kliniken, dass in den Notaufnahmen weniger los ist. Offenbar führt die aktuelle Corona-Situation dazu, dass manche Patienten Bedenken haben, sich ans Krankenhaus zu wenden, trotz akuter Probleme. Heike Kruse berichtet. Neurochirurg Urs Nissen kümmert sich oft um 4 Schlaganfallpatienten täglich. Momentan gibt es Tage ohne einen einzigen Notfall. Die Corona-Krise hat auch die Notaufnahmen leergefegt. Überfüllung und lange Wartezeiten in den Krankenhäusern? Praktisch über Nacht wurde alles anders. Da gab es praktisch eine Schockstarre, wo wir hier im Krankenhaus gesessen haben und gesagt haben, wo sind denn die Patienten mit den Schlaganfällen, wo sind die Patienten mit den Herzinfarkten oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen. Die Angst, sich in der Klinik mit dem Virus zu infizieren, hat für einige Menschen inzwischen schlimme Folgen. Wenn sie dann doch in die Notaufnahme kommen, manchmal schon zu spät. Wir sehen zunehmend Patienten, die wir eigentlich in Deutschland so selten gesehen haben, das heißt mit fortgeschrittenen Symptomatiken, wo in der Normalzeit, also vor Corona, die Patienten längst in einem Krankenhaus aufgenommen wären und rettbar gewesen wären. Es ist eine absurde Situation. Menschen bräuchten dringend medizinische Hilfe. Gleichzeitig sind 40% der Betten nicht belegt. Denn für mögliche Corona-Patienten waren viele Operationen verschoben worden. Keine Patienten, keine Einnahmen. Aber die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sollen einerseits treffen für eine eventuelle zweite Welle, die diskutiert wird und die nicht unwahrscheinlich ist. Andererseits sollen wir jetzt wieder in so etwas wie einen Regelbetrieb übergehen. Das geht nicht. Wir versuchen jetzt, einen Spagat zu gehen zwischen diesen beiden Dingern. Bis heute wurden in Heide 16 Corona-Patienten behandelt. Es sind also Kapazitäten frei, sowohl für Corona-Patienten als auch für alle anderen. Auch eine Folge von Corona, die Preise für frische Lebensmittel steigen. Gemüse ist um fast ein Drittel teurer geworden. Ein Grund, bei uns und in anderen europäischen Ländern fehlen Erntehelfer. Deutschland importiert den Großteil von Obst und Gemüse etwa aus Spanien, Italien und den Niederlanden. Ganz anderes Thema jetzt. Heute vor 34 Jahren der Super-GAU in Tschernobyl. Im damals sowjetischen Atomkraftwerk, etwa 100 Kilometer entfernt von Kiew, explodiert Block 4. Tausende Menschen sterben, viele leiden an den Spätfolgen. Aktuell brennt es in der radioaktiv verseuchten Sperrzone. Gefährliche Waldbrände rund um die Atomruine. Mehr von Vöbe Gahr. Brennender Torf, qualmende Glutnäste. Selbst dort, wo die Brände von Tschernobyl mittlerweile gelöscht sind, ist die Gefahr noch nicht vorüber. Mit dem Rauch steigen radioaktive Partikel auf, die 34 Jahre lang in Boden und Bäumen gelagert waren. Seit Anfang April brennt es um den explodierten Atomreaktor. Der ukrainische Katastrophenschutz habe viel zu zögerlich auf den Ausbruch der Feuer reagiert, bemängeln Fachleute. Hätte man von Anfang an mehr Ressourcen eingesetzt, wäre der Brand nach 3 Tagen vergessen gewesen. Es wäre ein kleiner Waldbrand geblieben. Jetzt ist es der größte in der Geschichte der Sperrzone von Tschernobyl. Kritik an der politischen Führung gab es auch 1986. Am 26. April explodierte Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Die Sowjetunion versuchte, den Unfall zu vertuschen, das Ausmaß der Strahlung geheim zu halten. Tausende Menschen starben. Zehntausende litten unter den Spätfolgen der Katastrophe. Seit es brennt, meldet nicht nur die Ukraine, sondern auch Norwegen leicht erhöhte Cäsium-137-Werte. Gesundheitsgefährdend sei die gemessene Radioaktivität aber nicht, beteuern die Behörden. Den Menschen in der Region bleibt nur, das zu glauben. Einen detaillierten Blick auf den Unglücksreaktor ermöglicht Ihnen die ZDF-Heute-App. Jede Phase der Ereignisse können Sie da mit einem interaktiven 3D-Modell genau unter die Lupe nehmen. Und zum Schluss noch ein spektakuläres Bild. In der Schweiz flach ins Gras gesprüht, aber so, dass das Auge von oben gesehen viel mehr draus macht. Saib nennt sich der Künstler. Er habe eine positive Botschaft kreieren wollen. Mögen doch bitte die Menschen nach der Corona-Krise gemeinsam in die gleiche Richtung blicken. Zunächst noch der Blick aufs Wetter. Morgen gibt es viel Sonne, im Tagesverlauf auch einige Wolken. Südlich der Donau vereinzelt Schauer, Höchsttemperatur 19 bis 25, an der See 15 Grad.